Schönen guten Morgen aus dem Moseltal. Hallo. Es steht mal wieder eine Wanderung an heute. Und zwar die 7. Etappe des Jakobsweg Camino, der von Koblenz bis nach Trier geht. Meine Etappe heute ist die Etappe von Klüsserath nach Schwaich. Dazu bin ich heute Morgen schon in Koblenz losgefahren und habe eben das Auto in Schwaich abgestellt. Warum bin ich auf dem Fahrrad unterwegs jetzt? Ganz klar, hier im Moseltal ist das ein bisschen schwach mit Bussen und Bahnen. Bahn ist überhaupt nicht vorhanden. Es gibt zwar einen Bus, der von Schwaich bis nach Klüsserath fährt, aber dazu hätte ich dann noch eine knappe Stunde warten müssen. Hatte zur Sicherheit das Fahrrad mitgenommen und dachte mir, naja gut, wenn du es schon dabei hast, genießte zum einen mal hier diese schöne Fahrt an der Mosel entlang und zum zweiten bist du schon fast da. Ich schätze mal, das sind ungefähr 20 Kilometer zu fahren. Das seht ihr auf der roten Linie in der Karte, die ich euch einblende. Auf der blauen Linie seht ihr, wie der Wanderweg läuft. Der ist etwas kürzer. Der ist mit 14 Kilometer gelistet, also im Grunde genommen eine Sprintetappe. Nichts Großartiges, aber ich hoffe, dass wir schöne Aussichten haben und es eine tolle Wanderung wird. Zu den Höhenmetern ist nichts gesagt, aber so ganz flach wird es nicht sein. Das sage ich euch wie immer am Ende des Films dann. Jetzt erstmal geht es weiter bis nach Klüsserath und dann geht es zu Fuß weiter zurück nach Schwaich. Auf der vorigen Etappe, auf der 6. Etappe, hatte ich das gleiche Problem mit dem Hinkommen von Start zu Ziel und umgekehrt. Wie ich das damals gelöst habe, das könnt ihr in meinem dritten Video sehen. Das war damals noch ganz anders. Es war noch die Anfangszeit, als ich angefangen habe. Das verlinke ich euch mal am Ende des Films. Könnt ihr euch mal anschauen. So, nach einer knappen Stunde Radfahren, das war sehr, sehr angenehm, bin ich jetzt in Klüsserath angekommen. Mein Fahrrad steht sicher, ein netter Anwohner da drüben hat mir erlaubt, sein Fahrrad bei sich in den Hof zu stellen für ein paar Stunden. Das kann ich dann nachher einfach so wieder abholen, das war super, super nett. Ich gehe jetzt los und freue mich riesig. Ich glaube, es geht jetzt erstmal direkt bergauf. Okay, bis später.
So, ich glaube, es wird langsam Zeit, auch mal eine Info für die Geocacher loszulassen. Der Jakobsweg Klösterath-Schweich ist natürlich ein Multi. Die GC-Nummer steht nachher unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, der ist gelistet mit 14 Kilometer. Was nachher bei rumkommt, werde ich zum Schluss einblenden. Am Cache selbst, an der Wegstrecke, liegen nicht allzu viele Tradis. Da ist einer dabei, der heißt Törnischer Ritsch. Da muss man ein Stück den Törnischer Klettersteig runter. Das ist weiter nicht schlimm, das habe ich auch gemacht. Nur als ich dort war, war gerade ein Winzer die Reben genau nebendran am Schneiden. Da wollte ich den Cache nicht in Gefahr bringen, habe ich ihn liegen lassen. Dann gibt es noch einen weiteren Tradi, der heißt Moseltalblick. Da gehe ich jetzt gleich hin. Auch da gibt es dann die GC-Nummer unten in der Videobeschreibung. Und auf der Fahrradstrecke hatte ich einen, das muss ich ablesen, das war die Longuischer Brücke. Die war unten zwischen Schweich und Klösterath an der Moselstrecke. Da gibt es auch noch mehr Tradis, die dort liegen. Aber die habe ich schon auf unserer Moselradtour vor ein paar Jahren mitgenommen. Von daher war das heute kein Beiwerk für mich. Der Multi selbst, das ist eine Bildersuche, so wie ich es ganz gerne habe. Man läuft insgesamt 6 Stationen an, muss dort die Bilder erkennen, die im Listing stehen, und dann den Koordinaten zuordnen. Und dann führt es einen dann hoffentlich zum Finale. Und das ist jetzt das übernächste Ziel dann. Da im Hintergrund, das ist schon Trier, das ist dann das nächste Etappenziel der 8. Etappe und auch Ende des kompletten Caminos. Ganz da hinten beim Lidl, der kleine grüne Punkt da hinten, das ist mein Auto, da muss ich hin. So, nach knapp 3 Stunden habe ich den Cache jetzt gefunden. Das war eine großartige Tour. Am Anfang und am Ende mit ganz tollen Ausblicken. Im Mittelteil sehr waldig, auch sehr steil. War ein richtig langer Anstieg über mehrere Kilometer. Aber das macht mir ja nichts aus. Im Gegenteil, das macht mir Spaß. Der Cache war super zu finden, alles gut. Das Logbuch ein bisschen feucht. Ich sage aber daran, dass die Vorlogger das nicht richtig zugedeckt haben. Ich habe das jetzt ein bisschen besser abgedeckt. Ich gehe jetzt zurück zum Auto, fahre dann rüber nach Klösterath, bei dem netten Anwohner mein Fahrrad wieder einsammeln. Und dann geht es wieder zurück nach Hause, nach Koblenz. Ich freue mich schon riesig auf die letzte Etappe, die dann von hier von Schweich nach Trier geht. Das habe ich mir mal für nächste Woche vorgenommen. Mal schauen, ob das zeitlich hinhaut. Auch vom Wetter her, ich will es natürlich möglichst schön haben. So wie heute wäre traumhaft. Wir hatten super tolles Wetter. Ich sage einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaspar.